Herzlich willkommen bei Imitiert. Ich bin Sophie Euphorie und ich möchte heute mit euch vegane Adventskalender testen. Dafür habe ich 3 Stück in 3 verschiedenen Preiskategorien gekauft, auch mit verschiedenen Eigenschaften sozusagen, und möchte heute mit euch herausfinden, ob sich die Anschaffung lohnt, ob die halten, was sie versprechen, ob teuer unbedingt besser sein muss und natürlich am Ende einen Sieger küren anhand von Geschmack, Konsistenz, Preis-Leistung, Vielfalt, Qualität und natürlich auch Verpackungsdesign, denn wie ihr sehen könnt, sind die schon sehr unterschiedlich. Und als ich die Idee für dieses Video hatte, war mein Mann erstmal nicht so begeistert davon. Er ist eh nicht so ein Weihnachtsfan, auch nicht so ein Adventskalender-Fan, ich schon. Und mein Mann glaubt nicht, dass es geschmacklich irgendwie Unterschiede gibt. Deswegen werden wir auch noch einen Blindtest machen. Also ich werde einen Blindtest machen und die 3 Schokoladensorten miteinander vergleichen. Aber zuerst stelle ich die Kalender noch vor und gehe auf Marke, auf Preis, auf Gewicht pro Kilo, auf Sorten, also Anzahl der Sorten, auf die allgemeine Qualität oder das Alleinstellungsmerkmal ein und natürlich auch auf die Verpackung. So, zum einen haben wir hier von Penny, also von der Marke Food for Future, diesen Adventskalender. Der kostet 1,59 Euro und es sind 75 Gramm. Also liegt der Kilopreis bei ungefähr 21,20 Euro. Enthalten ist eine Sorte Schokolade. Und zwar eine 37%ige Schokolade mit Haselnuss. Wir haben hier zwar ein Fairtrade-Label, aber der Anteil an Fairtrade-Kakao ist unbekannt, ist aber anscheinend klimaneutral produziert. Und ja, zur Verpackung kann ich sagen, die gefällt mir am wenigsten. Ich finde, die Labels sind einfach viel zu groß. Prinzipiell die Farben im Hintergrund finde ich voll süß, voll schön, sehr schlicht, sehr einfach. Mir gefällt die Illustration vom Weihnachtsmann nicht so gut. Das ist einfach nicht so mein Stil. Ja, und ich hätte alle Labels irgendwie kleiner gemacht, weil ich meine, wie weit muss da hinten hängen, damit ich noch den Nutri-Score irgendwie lesen kann. Das ist für mich nicht so sinnvoll. Naja. So, in der zweiten Preiskategorie haben wir den Adventskalender von Nomo oder Nomo. Der kostet zwischen 6,99 Euro und 7,99 Euro und enthält 96 Gramm Schokolade. Der Kilopreis ist maximal bei 83,23 Euro. Enthalten sind 2 verschiedene Sorten, und zwar 12-mal Salzkaramell und 12-mal cremige Schokolade. Besonders an dem Kalender ist, dass er auch nussfrei ist und glutenfrei und der Kakao dieses Rainforest Alliance Zertifikat hat. Jetzt zur Verpackung. Die Farben sind natürlich modern und knallig. Finde sie nicht ganz so festlich. Was ich ganz schön finde, dass es sehr viel zu entdecken gibt, auch noch auf der Rückseite. Der Illustrationsstil ist wieder nicht so meins. Ich mag so die Proportionen von den Menschen nicht so gern, aber das ist ja wirklich einfach Geschmackssache. Ansonsten sieht er auf jeden Fall sehr modern aus. Und der teuerste Kalender unter den 3 ist der von Zotter. Der kostet sage und schreibe 27,99 Euro ungefähr. Enthält 200 Gramm Schokolade, also ist auch der schwerste Kalender. Und ist dann ein Kilopreis von ungefähr 139,95 Euro. Also knapp 140 Euro pro Kilo. Enthält allerdings 13 Sorten Schokolade. Die sind hier hinten auch alle aufgelistet. Vielleicht kennt ihr auch schon Zotter. Besonders ist er daran, dass die Schokolade bio ist und Fairtrade und insgesamt auch nachhaltig, auch die Verpackung. Was mir hier auch gut gefällt, dass alles nochmal auf Englisch steht und alle Schokoladen sind auch glutenfrei. Jetzt zur Verpackung. Also, ich finde, der ist auch nicht wirklich festlich. Also schwarz-gelb erinnert mich eher an eine Biene oder an eine Hummel als an Weihnachten. Ich verstehe aber, dass sie den Gelbton gewählt haben, weil im Logo ist gelb und schwarz. Deswegen finde ich das schon in Ordnung. Ich hätte irgendwie optisch so ein bisschen mehr erwartet, für den Preis auch. Ansonsten ist ja das Motiv recht klassisch, dann wieder ein bisschen moderner aufgemacht. Passt auf jeden Fall in das Gesamtkonzept von der restlichen Zotter-Verpackung. Zusammenfassend kann ich vielleicht sagen, geht schlimmer, geht aber auch besser, ist okay. Also wenn der jetzt an meiner Wand hängen würde, wäre ich jetzt nicht unglücklich, aber würde auch nicht stundenlang da drauf gucken. Und bevor wir jetzt den Blindtest machen, öffne ich noch die ganzen Kalender und öffne mal von jedem ein Türchen. Eins ist da. Oh, es ist ein Engel. So, von dem öffne ich jetzt mal 2 Türchen, weil ich habe keine Ahnung, ob man die beiden Sorten von außen irgendwie erkennt. Ich glaube nicht. Aha, so, doch, so. Oh, Slaying It. Hä? Hä? Wie soll ich den da rausbekommen? Hä? Es ist
ein No-Mo. Die Form ist hier natürlich auch noch speziell. Das ist schon spaßig mit der Alufolie hier noch drüber. Okay. So, und jetzt der. Okay, und nehmen jetzt die hellste Sorte, weil die anderen Schokoladen sind ja auch sehr hell. So, die hellste ist hier 70% und die ist in der Nummer 9 drin. Die sind da wirklich so perfekt, wie die großen. Ah, oh Gott, ist das süß. Oh Gott, sind die klein. So, und los geht's mit dem Blindtest. Ich werde mir jetzt die Augenbinde aufsetzen, weil optisch sieht man schon Unterschiede. Und mein Mann wird die Schokis hier platzieren und drapieren. Er wird auch die Schilder verstellen und ihr wisst dann, welches ist. Okay, los geht's. So, alles klar. Die erste. Okay, also die schmeckt halt recht bitter, deswegen kann ich mir jetzt denken, dass schon die Zotter ist. Muss aber ganz objektiv neutral sagen, die ist gut, aber die schmeckt jetzt nicht irgendwie überaus. Richtig krass. Die zweite. Mhm, sehr fein, aber könnte ich jetzt erstmal nicht sagen, was ist. Also die letzte, die ist wesentlich süßer als die mittlere. Konnte jetzt keinen großen Unterschied feststellen, muss ich sagen. Also beide sehr lecker auf jeden Fall und die ein bisschen süßer, die ein bisschen herber, aber ähnlicher Schmelz. Und jetzt nicht, dass ich sagen würde, okay, die eine ist fünfmal besser oder so. Okay, was würde ich sagen? Also Zotter als erstes, dann in der Mitte würde ich sagen No-Mo und ganz links die Food for Future. Und? Ja, stimmt alles. Guten Morgen. Ist natürlich jetzt blöd mit der Zotter-Schokolade, dass die so dunkel ist. Also ich habe auch in den Bewertungen gelesen, dass viele sich über diesen sehr dunklen Anteil beschwert haben. Kann ich auch verstehen. Ich würde von Zotter jetzt einfach noch eine Sorte probieren, die irgendwie ein bisschen heller oder fruchtiger ist, um dann nochmal denen eine Chance zu geben, nachdem sie ja so viele Sorten haben. Aber lecker. Schoki ist einfach geil. So, was nehmen wir denn? Nehmen wir gleich die zwei. Himbeer-Kokostafel. Oh Gott, ich liebe kleine Sachen, aber ich mag es nicht, wenn ich kleine Sachen nicht rausbekomme. Also wie schaut es so aus? Hat eine süße kleine Banderole und hier ein hübsches Papier, nur gefaltet, nicht geklebt. Himbeer-Kokostafel, okay, mit Kakaobutter. Ja, ich muss sagen, die ist nicht so mein Fall. Schmeckt ein bisschen parfümiert, aber ich bin auch nicht so ein Fan von so fruchtigen Schokoladen. Ich dachte mir, das wäre jetzt mal was anderes. Man immer die Zahlen nicht findet, die man... Okay, jetzt Paranuss-Nougat. Da bin ich sehr gespannt, das habe ich noch nie gesehen. Das ist richtig geil. Schmeckt wie Paranüsse. Sehr geil. Und ich finde, die hat eine wahnsinnig schöne Cremigkeit, sehr feinen Schmelz. So, also bisher bin ich von Zotter noch nicht so begeistert. Ich kannte die früher und ich kannte halt diese größeren Tafeln, die, glaube ich, auch gefüllt waren. Und die fand ich immer so unfassbar gut und zartschmelzend und irgendwie ja, mit tollen Aromen. Genau, die beste bisher fand ich eben die Paranuss-Nougat. Jetzt habe ich noch einmal Soja, 40%. Dann weiße Reis und quasi Haselnuss-Nougat, also Praline. Ja, ich glaube, die dunkleren Sorten, die werden halt immer dunkler. Dunkler und auch immer uncremiger, wie es halt bei dunkler Schokolade ist. Mich interessieren jetzt einfach noch diese geschmackvolleren Schokoladen, die Soja. Ich finde, die schmeckt ein bisschen nach Bienenwachs, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, was eigentlich nicht sein kann. Da sind auch noch so weihnachtliche Gewürze drin. Okay, wenn man das weiß, dann ist es okay. Cremig ist die nicht ganz so. Jetzt zur weißen Reisschokolade. Die muss ich sagen, ist eine der besseren weißen veganen Schokoladen. Die hat ein sehr schönes Vanillearoma. Auch eine ganz gute Cremigkeit und ist auch nicht zu süß. Die finde ich auch gut. Und Haselnuss-Nougat. Auch sehr fein.
Also mein Resümee zu dem kann ich, glaube ich, jetzt schon ziehen. Was ich noch vergessen habe zu sagen, was ich cool finde, dass es 25 Türchen sind. Finde ich sehr süß. Was ich sehr schade finde, dass von diesen 25 Türchen 10 Türchen eine sehr dunkle Schokolade enthalten. Und die ich vorhin probiert habe, das war noch die hellste mit 70%. Finde ich sehr schade, weil gerade für Kinder, würde ich sagen, ist der Kalender einfach nichts. Und die Sorten, diese nussigeren, fruchtigeren Sorten, die sind auf jeden Fall besser. Auch die Sojatafel fand ich besser irgendwie als erwartet. Ja, davon hätte ich mir mehr gewünscht, weil da habe ich das Gefühl, da ist Zotter echt gut drin, so sehr cremige, fruchtig, nussige, aromatische Schokoladen zu produzieren. Ansonsten muss ich sagen, bin ich enttäuscht von dem Kalender für 28 Euro. Ich finde die Täfelchen nach wie vor bezaubernd. Größe von den Täfelchen, wie sie eingepackt ist, das komplette Verpackungsdesign, finde ich super süß, bezaubernd. Auch noch die Prägung auf der Schokolade selbst. Ganz toll, aber da würde ich mir mehr Qualität wünschen als Optik oder quasi Quantität. Und ich weiß, Bio Fairtrade, von dieser Qualität spreche ich jetzt nicht, sondern einfach Geschmack. Und ich habe gesehen auf der Webseite, die haben noch so viele andere Sorten, irgendwie noch Amalfi, Zitrone und irgendein Salbei und was weiß ich. Ganz, ganz tolle Sorten. Die hätte ich mir noch da drin gewünscht. Also ein paar auf jeden Fall davon. Also würde ich auf jeden Fall nie wieder kaufen, muss ich sagen. Würde ich auch nie verschenken. Ich werde die jetzt so peu à peu aufessen, aber ja, eher mit dem Gefühl, ich muss es genießen, weil ein Kalender für 28 Euro mit 200 Gramm Schokolade drin ist schwierig. Food for Future, finde ich, kann man nichts falsch machen. Für den Preis von knapp 1,60 Euro ist der super. Ich liebe total diese kleinen Bildchen da hinten und diese verschiedenen Schokoformen. Hat für mich voll Nostalgiefaktor. Erinnert mich voll an meine Kindheit, finde ich voll süß. Kann man wirklich nichts falsch machen. Ist ein bisschen Schokolade, ist jeden Tag so ein so kleines Goodie sozusagen. Optisch ist da noch viel Luft nach oben, finde ich. Aber so schlimm ist es auch nicht. Ja, aber besonders hochwertig sieht er nicht aus. Okay. Mein Gewinner von den dreien ist der Lumo, muss ich sagen. Wir haben von online gesehen, dass diese beiden Schokoladensorten, die gibt es auch so, auch in der Tropfenform zu kaufen. Und der kostet, ich glaube, doppelt so viel, nicht mal ein Drittel von dem Kalender. Also lohnt sich, finde ich, nicht der Kalender. Die Schokolade finde ich aber sehr lecker. Die Creamy Chocolate hat ein total schönes Aroma, irgendwie so ein bisschen nicht rauchiges, aber so ein sehr feines, intensives Kakaoaroma. Finde ich sehr, sehr gut. Und Salted Caramel finde ich auch wahnsinnig lecker, sehr fein. Es ist nicht irgendwie mit einer Füllung, sondern es ist eben in der Schokolade enthalten. Sehr lecker und was mir auch voll gut gefällt, neben der Tropfenform, die finde ich ganz cool, sind eben die kleinen Sprüche und diese Alufolie, die man da so ein bisschen zerstechen muss, dass man quasi ein bisschen was zu tun hat. Nach wie vor eben sehr teuer. Ich würde in Zukunft einfach die Schokolade von Lumo kaufen, Adventskalender eigentlich nicht mehr und wenn dann einen zum selber befüllen oder einen selber basteln. So, jetzt habe ich noch einiges an Schokolade aufzuessen, aber es gibt Schlimmeres. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich gerne in Form eines Likes und eines Abos wissen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welcher Adventskalender euer Lieblings-Adventskalender ist, welchen ihr euch davon kaufen würdet jetzt nach meiner Bewertung. Vielen Dank fürs Zusehen, macht euch einen wundervollen Tag und bis bald. Peace!